Hallo Zauberer der Kältetechnik. Heute ist es wieder soweit. Wir deuten Messwerte und was wir damit anfangen können. Also, wenn euch das Format gefällt, dann drückt doch auf die Glocke und lasst ein Like da. Let's go! Heute befassen wir uns mit der anderen Seite der Thematik, nämlich Druck ist raus, was für ein Graus. Okay, das mit dem Reimen sollte ich vielleicht lassen. Ja, Kevin hat wieder angerufen. Ja, wer Kevin noch nicht kennt, Kevin ist derjenige, der ja, keine Erwartung, keine Überprüfung machen lässt und grundlegend immer nur samstags anruft. Ich glaube, jeder hat so einen Kevin als Kunde. Und grundlegend, Kevin hasst übrigens Menschen, vor allem Kältenanlagentechniker, weil er gönnt ihnen nicht, dass ihr bei einem schönen Hochsommer in eurem Pool chillen könnt und hier gemütlich ein Mai Tai nach dem anderen trinken. Natürlich kein Mai Tai, wir sind natürlich Kältenanlagentechniker, wir trinken Kaffee. Also ruft er natürlich immer dann an, wenn wir es nicht brauchen können. Aber nicht, dass ihr jetzt glaubt, wir haben einen Garantiefall auf unserer Kühlzelle, die wir vorher repariert haben, sondern nein, dieses Mal ist es die Verkaufsvitrine, die nicht funktioniert. Und der Anruf kam ungefähr so, Hilfe, die fliegen in meiner Verkaufsvitrine, wollen die Weltherrschaft an sich reißen und attackieren mich mittlerweile schon. Bitte komm mal schnell vorbei, wir müssen uns was einfallen lassen. Wie ist denn da? Der Kunde hat noch immer nicht dazugelernt. Und diesmal meine ich nicht den gereinigten Verflüssiger oder irgendwas verstellt, sondern der Kaffee steht schon wieder nicht da. Also, wir haben wieder mal den unbelehrbaren Kevin. Also heißt es für uns im Klartext, ran an die Anlage und wir sehen uns mal die ganze Sachlage an. Nachdem wir ja wissen, dass Kevin keine Wartung machen lässt, reinigen wir mal performerhalber gleich mal den Verflüssiger, schauen, dass mal alles sauber ist, bevor wir tatsächlich mit der Messung rangehen, weil ja, sonst machen wir die Messung, dann reinigen wir den Verflüssiger und dann machen wir in der Messung vielleicht erneut. Machen wir es gleich mal von Anfang an, dann können wir das mal ausschließen. Nachdem wir natürlich alles gereinigt haben und wir merken, das läuft noch immer nicht so rund, haben wir uns doch entschlossen, nicht faul zu sein und unsere Messwerte dran zu knallen. Und dann schauen wir mal, was die so ergeben. In der Vitrine haben wir mittlerweile dezente 20 Grad Celsius. Und das Einzige, was natürlich jetzt da den Kältetechnik im Kopf geht, gut, mein Frühstück hole ich mir definitiv woanders. Ganz klar. Aber was sagen jetzt hier unsere anderen Werte? Also, wir haben eine Verdampfungstemperatur von sage und schreibe minus 18 Grad Celsius. Wir haben eine Überhitzung von 16 Kelvin. Das riecht ja schon richtig so. So, es riecht schon so richtig für uns Kältenanlagentechniker wie ich will Gas, ich will Gas. Gib mir Gas, gib mir Gas. Aber von nur weil wir es riechen, können wir natürlich noch nichts anfangen, also messen wir einfach mal weiter. Aber bevor wir jetzt uns die ganze Arbeit antun und das zu messen und das zu messen und das zu messen, was macht der Kältetechniker ja wieder? Er spielt in seinem Kopf alle Szenarien durch, was für Möglichkeiten überhaupt jetzt sein könnten mit den Informationen, die er jetzt aktuell mal hat. Erstens, es könnten Kältemittelmangel sein. Es könnten vereister Verdampfer sein. Aber nee, wenn ich genau darüber nachdenke, eigentlich könnte es kein vereister Verdampfer sein. Es würde zwar vielleicht die Verdampfungstemperatur erklären, aber es würde nicht die Überhitzung erklären. Weil beim vereisten Verdampfer sinkt ja eigentlich die Überhitzung. Okay, es könnte jetzt ein verstopfter Filtertrockner sein, es könnte ein defektes Drosselorgan sein. Auch das wären alles so die klassischen Anzeichen, wo vielleicht niedrige Verdampfungstemperatur da ist, aber eine sehr große Überhitzung vielleicht da ist. Die Möglichkeiten haben wir. Somit, es bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig, als auch mal jetzt die Verflüssigung zu messen und die Unterkühlung. Obwohl ich die Unterkühlung vielleicht gegebenenfalls schon mit dem Wert der Verflüssigung, naja, vielleicht gar nicht messen brauche. Aber sehen wir uns das ganz einfach mal an. So, wir messen und sehen tatsächlich, wir haben eine Verflüssigungstemperatur von 15 Grad Celsius. Und wir haben natürlich trotzdem nachgemessen, wir haben eine Unterkühlung von 20 Kelvin. Somit sehen wir tatsächlich, wir haben einfach nicht genug Medium.
Es fließt hier einfach nicht genug Kältemittel durch, dass wir überhaupt Wärmeenergie aufnehmen können und überhaupt irgendwas abgeben können. Das heißt, wir geben das bisschen, was wir irgendwie noch haben, versuchen wir abzugeben. Aber das ist schon so wenig, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Das Ding rennt einfach nur mal im Kreis und im Endeffekt, das Kältemittel sorgt nur noch dafür, dass sich das Öl einfach weiter im System bewegt. Aber nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wir werden nicht kühl. Somit konnten wir jetzt tatsächlich alles im Großen und Ganzen ausschließen. Wir konnten das Ventil ausschließen, weil sich natürlich beim defekten Ventil, zum Beispiel wenn es zu weit zu wäre, also wenn das Ventil nicht richtig aufmachen würde, dann würde die Verdampfungstemperatur sinken, auch die Überhitzung würde größer werden. Aber wir hätten halt nicht so eine tiefe Verflüssigungstemperatur, sondern wir steuern das Kältemittel retour. Das heißt, die Verflüssigungstemperatur sollte nahe normal sein oder etwas höher sein sogar. Und somit, sage ich ganz ehrlich, können wir das ausschließen. Einen vereisten Verdampfer haben wir vorher schon ausgeschlossen. Und den Filtertrockner, Punkt 1 würden wir es wahrscheinlich schon optisch sehen, wenn es so drastisch ist. Aber Punkt 2, ja, auch beim verstopften Filtertrockner hätten wir eine sehr, sehr geringe Verdampfungstemperatur und eine sehr große Überhitzung. Aber auch hier gilt, Medium ist ja vorhanden. Das Medium muss ja irgendwo hin. Das heißt, das Medium würde nach hinten sich stauen und die Verflüssigungstemperatur wäre nicht zu niedrig. Somit, was heißt das jetzt im Klartext für uns? Also Randa, ab zur Lecksuche und natürlich, wie mache ich das jetzt? Naja, nachdem wir noch im neuen Format kein Video darüber haben, kann ich euch nur auf eines unserer alten Videos verweisen. Genau dasselbe gilt auch für Kältemittel, wie fülle ich Kältemittel etc. etc. Oder ihr habt Geduld und wartet einfach mal, bis ein Format von UCC 2.0 diesbezüglich draußen ist. Ansonsten stöbert einfach durchs Archiv durch. Also wenn wir es jetzt geschafft haben, das Leck zu beheben, wir haben Kältemittel gefüllt, wir sind natürlich drauf gekommen, es war R134A, die Anlage war auch noch nicht komplett leer und es war auch nur irgendeine Verschraubung, die locker war, und lachen ein bisschen wieder innerlich, so ein klein wenig lachen wir wieder. Warum lachen wir? Das war eine Verschraubung, die sicherlich nicht seit gestern undicht ist. Hätten wir bei einer Überprüfung der Anlage ohne Probleme gesehen. Somit können wir mittlerweile Kevin schon sagen, hey du, wir haben jetzt zwei Notansätze bei dir gehabt, beide an einem Samstag. Du hast mittlerweile so viel Geld ausgegeben, du hättest dir die letzten 3 Jahre lang gratis eine Wartung machen können. Und schon wie im vorigen Video erklärt, jetzt ist natürlich der Punkt da, wir haben das Ganze gefüllt, wir haben auch coole Messwerte. Wo werden wir jetzt ungefähr sein? Naja, wir haben jetzt mittlerweile, sage ich mal, in der Vitrine schon so an die 15 Grad Celsius. Die gibt schon ein bisschen Gas. Das heißt, wir werden circa so roundabout bei plus 2 Grad Celsius verdampfen. Wir haben eine Verflüssigungstemperatur so roundabout 35, 38 Grad Celsius. Wir haben eine Überhitzung von 8 Kelvin und wir haben eine Unterkühlung von 6 Kelvin und sind eigentlich sehr, sehr happy mit den Werten. Also schnurren wir jetzt einfach Kevin nach einem Kaffee an, trinken die in aller Ruhe, warten unsere obligatorischen 30 Minuten und schauen, was tut die Anlage, was macht sie. Und wenn dann natürlich der Temperaturwert immer weiter und immer weiter sinkt, unsere Messwerte sich nicht großartig mehr verändern, dann können wir happy sein, können einen Servicebericht schreiben, eine Rechnung schreiben und weiterhin einfach ein bisschen drüber lachen, dass er so viel Geld ausgegeben hat. Und es geht ab in den Pool. Ja, und wenn euch das Format jetzt gefallen hat, dann drückt doch einfach die Glocke, lasst ein Like da, um unser Projekt zu unterstützen. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wie stelle ich einen Kältemittelmangel fest, dann schaut bei mir live auf Twitch vorbei. Um nichts zu verpassen, ja, dann schaut bei Insta und TikTok vorbei, dann erfährt ihr alles, wo ich gerade bin und was für Videos ich gerade mache oder wo ich gerade live bin, etc. etc. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das allerbeste. Euer Chris.